Brandschadenbeseitigung und trotzdem plus AFA. Darum ging es in dem heutigen Urteil. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Urteilsbesprechung von einem FG-Urteil, FG Düsseldorf. Ich blende mal unten wieder ein, was es denn für ein Urteil war. Es ging um die Vorschrift § 6 Absatz 1 Nummer 1a ESTG, die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungsaufwendungen. Also die Geschichte, wenn Sie ein Gebäude kaufen, innerhalb von 3 Jahren renovieren, über 15% an Renovierungskosten reinstecken, dass Sie dann die Renovierung nicht als sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand bekommen, sondern nur über die AFA. Ja, ich denke, die Vorschrift ist bekannt. Wenn Sie dazu Details wissen wollen, Beratungspraxis 6 2024, da haben wir das Thema geplant. Beitrag ist auch schon fertig. Da sind Sie herzlich dazu eingeladen. Wenn Sie noch nicht Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaften sind, ich schreibe hier mal den Link hin, beziehungsweise unten auch in die Shownotes, wo Sie sich dann anmelden können für Beratungspraxis bei der Neufahr-Akademie. Natürlich digital oder in Baden-Württemberg auch in Präsenzform gerne mitmachen. Und hier in dem Urteilsfall ist Folgendes passiert. Man hat sich ein Gebäude oder ein bebautes Grundstück gekauft, hat ein bisschen rumrenoviert, aber eigentlich nicht so viel. Und dann ist es nach oder innerhalb der ersten 3 Jahre zu einem großen Brand gekommen. Das Gebäude musste teuer renoviert werden, klar. Und jetzt kam einfach die Frage auf, naja gut, die Kosten für Beseitigung des Brandschadens, sind die eigentlich Erhaltungsaufwendungen sofort abzugsfähig oder sind die nur über die AFA abzugsfähig? Dass es Erhaltungsaufwendungen sind, denke ich, ist klar. Ja, es geht ja eigentlich darum, dass also die quasi die bisherige Substanz wieder hergestellt wird. Also das sind typische Erhaltungsaufwendungen. Und eigentlich, weil wir normale Gebäude, müssten wir uns darüber ja gerade unterhalten, würden natürlich sagen, sofort abzugsfähig, keine Diskussion. Aber hier halt das Problem, man hat das innerhalb der ersten 3 Jahre nach dem Kauf gemacht und jetzt kam halt hier die Finanzverwaltung um die Ecke und hat behauptet, das ist ja dann 6 Absatz 1 Nummer 1a ESTG, es wären Herstellungskosten und damit nur AFA-fähig. Und damit musste sich das FG Düsseldorf auseinandersetzen. Und Revision hängt auch noch, Sie haben es vorhin in der Einblendung auch gesehen, also das BFH-Revisionsaktenzeichen. Von daher kann ich Ihnen ja auch nicht endgültig sagen, was da jetzt rauskommt. Das FG Düsseldorf hat es aber so entschieden, wie ich es gehofft hatte. Und die haben gesagt, das ist sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand. Wenn man da ein bisschen mehr ins Detail reingeht, ist das eigentlich auch logisch, weil es diese Vorschrift 6 Absatz 1 Nummer 1a deswegen eigentlich gibt, dass man sagt, naja, wenn du dir teuer ein renoviertes Gebäude kaufst, kriegst du es ja bloß über die AFA abgeschrieben. Wenn du dir jetzt aber ein heruntergekommenes Gebäude kaufst und es dann teuer renovierst und es wären sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen, wärst du ja bevorteilt. Und deswegen hat man gesagt, naja, wer ein heruntergekommenes Gebäude kauft, das renoviert, der darf die Renovierung nur über die AFA geltend machen, damit er eben gestellt wird wie derjenige, der sich das schon renoviert kauft. Das ist ja die eigentliche Systematik. Also geht es ja da eigentlich darum, sage ich mal, dass sie nach Kauf das Gebäude aufbessern, also nach Kauf das Gebäude sanieren etc. pp. Und hier geht es ja um was anderes. Also hier habe ich das Gebäude gekauft, es hat halt gebrannt und jetzt stelle ich den Zustand zum Kaufzeitpunkt wieder her. Und das hat eigentlich in meinen Augen nichts mit dem 6 Absatz 1 Nummer 1a zu tun. Das war so ganz vereinfacht auch die Entscheidung des FG Düsseldorfs. Es gibt auch so ein bisschen BFH-Rechtsprechung zu der Thematik, Mieter macht was kaputt und das wird renoviert, was der Mieter kaputt macht nach Kauf. Das deutet alles in die gleiche Richtung hin. Details, wie gesagt, in Beratungspraxis 6224. Aber ich denke mal, wenn mal sowas bei Ihrem Mandanten vorkommt, dass Sie es mal gehört haben. Also das Ganze läuft als Erhaltungsaufwand und nicht eben über die AFA. Ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein zu der heutigen Urteilsbesprechung. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie sagen, Mensch, hab gern steuerrechtliche neue Infos, raten Sie mal, was eine schlaue Idee ist. Kanal abonnieren, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit steuerlichen News und schauen mal, was ich dann für Sie vorbereitet habe. Machen Sie es gut, bis dahin, bye bye.